willkommen auch auf YouTube. In der letzten Episode, beziehungsweise im letzten Stream, haben wir den guten McCallum platt gemacht und belehrt, eines Besseren belehrt, dass wir eben kein böser Vampir sind, der nur auf Töten aus ist, und haben ihn verschont. Jetzt sollen wir wieder zu Dorothy Fletchers Theater gehen und dort nach dem Rechten schauen. Ich bin mal gespannt. Aber zuerst legen wir uns hin, denn wir haben wieder 7300 Erfahrungspunkte. Und ich denke, 7300 Erfahrungspunkte sind es wert, dass wir dort uns nochmal hinlegen. Also den Biss haben wir inzwischen hier schon gemeistert. Wir könnten noch ein bisschen mehr Heilung skillen beim Biss. Ist gar nicht so teuer. Was habe ich denn beim letzten Mal gesagt, was ich machen wollte? Gesundheit, Durchhaltevermögen. Ja, hier die Ausdauer. 15% für 1500. Das ist nicht sehr viel irgendwie. Blutkapazität. Wie viel kostet das inzwischen? Auch 8500. Okay, dann machen wir hier noch einmal 1000 in Blutkapazität. Ja, und dann müssen wir, glaube ich, unsere Vampir-Skills ein bisschen verbessern. Weil die waren echt schwach im letzten Kampf, muss ich gestehen. Was leveln wir denn da? Der Schattennebel ist im Moment einer unserer Skills und der Blutspeer. Blutspeer, den haben wir auch schon auf Level 2. Wie viele Punkte sind das? Das sind 2000 Punkte. Dann sollten wir, glaube ich, auch beim Blutspeer bleiben. Auch wenn ich die Klauen eigentlich besser finde als den Blutspeer mittlerweile. Also, wir schauen mal, ob wir hier ein bisschen was reinskillen. Ich kann eh nur einen Punkt verwenden. In welche Richtung gehen wir denn? Also, hier erhöhen wir den Schaden und verringern die Abklingzeit ein wenig. Und hier erhöhen wir auch den Schaden. Es ist allerdings nicht ganz so viel mehr wie im anderen Baum. Und die Abklingzeit wird auch verringert. Und der macht allerdings mehr so auf Mitteldistanz Schaden auf mehrere Gegner. Ich glaube, ich bleibe bei dem einen Speer, der viel Schaden macht. Und der nächste kostet jetzt 4,5. Das ist schon, extrem. Autophagie, die war auch so teuer, ne? 2000. 2000 geht noch. Du gibst mehr Blut, um dich sofort zu heilen und zusätzlich deine Gesundheitsregeneration zu erhöhen. Die Kosten werden halt deutlich teurer, ne? Momentan nur 10 Kosten. Das geht dann direkt hoch auf 25 für so ein bisschen mehr Heilung. Das lohnt sich halt gar nicht. Dann bleibe ich lieber bei der kleineren Heilung und heile mich öfter. Meistens kriegt man nicht so viel Splash Damage, dass man jetzt so schnell die Heilung braucht. Man kann sich ja noch recht gut zurückziehen. Gehe ich noch ein bisschen auf Gesundheit? Gehe, glaube ich, noch mal einen Punkt auf jeden Fall auf Gesundheit. Das sind auch nur 1000 Punkte, die wir da brauchen. Dann, glaube ich, gehe ich noch mal auf Ausdauer. Ausdauer ist König. Haben wir noch 800 Punkte, mit denen können wir eh nichts mehr machen. Level 30 sind wir schon. Nice. Oh. Schauen, was die folgende Nacht so auf sich hat. Oh, Aloysius Dawson ist verstorben. Oh, das tut mir aber leid. Letzte Nacht verstarb ein hochangesehener Bürger des Stadtbezirks. Aloysius Dawson, Mitbegründer und Leiter der Firma Dawson & Dawson, verschied im 71. Lebensjahr. Es war kein Geheimnis, dass sich Mr. Dawsons Gesundheitszustand zuletzt verschlechtert hatte. Der einst fröhliche Geschäftsmann war gesellschaftlichen Ereignissen seit dem tragischen Tod seines Zwillingsbruders fast vollständig ferngeblieben. Aloysius Dawson war nicht nur einflussreich, sondern auch ein großer Kunstsammler und Philanthrop. Zuletzt war er für einen kühnen Plan zur Rettung Londons von der spanischen Grippe eingetreten. Mittels einer Quarantänemauer sollten die Bezirke voneinander getrennt werden, um der Epidemie Einhalt zu gebieten. Aber nur Stunden vor seinem Tod hat der Magnat Anweisungen gegeben, die Baupläne nicht umzusetzen. Völlig überraschend haben außerdem alle wichtigen Londoner Krankenhäuser große Geldsummen erhalten und auch kleinere Kliniken und Arzneiausgaben wurden mit bedeutenden Spenden bedacht. Seht ihr, ich habe es doch gesagt, das war was Gutes, was wir gemacht haben. Endlich mal die richtige Entscheidung getroffen.
hat Aloysius Dawson, der für seine Standhaftigkeit und seine konservative Haltung bekannt war, letzten Endes also doch eine gnädige Seite an sich entdeckt? Wer weiß. Nur eines ist sicher. In der gesamten Stadt konnten dank der späten Generosität des Mannes die Medikamentenvorräte aufgefrischt werden und die Zahl der Toten ist in den letzten 24 Stunden erheblich gesunken. Zweifellos werden sich hunderte dankbarer Bürger am Friedhof von St. Mary's einfinden, um ihren Wohltäter auf der letzten Reise zu begegnen. Die SLA hat das geschrieben. Geil, wir haben nochmal eine richtige Entscheidung getroffen. Die Stütze ist zwar tot, aber der Bezirk, dem geht's gut. Er ist trotzdem nicht gereinigt, komischerweise, sondern nur gesund. Ich bin mal gespannt, wie es in den anderen Bezirken aussieht. Die waren alle krank angeblich. Die waren alle gesund. Ich hatte extra vorher noch alle geheilt. Whitechapel, aber selbst Whitechapel ist jetzt wieder stabil. Das war ja die ganze Zeit immer kritisch. Die waren gar nicht krank, die ganzen Leute. Wieso waren die krank angeblich? So, komm schon, gereinigt. Auch der ist nicht gereinigt, obwohl alle gesund sind. Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich, weil ich Clay Cox getötet habe. Und hier war es auch kritisch. Bleibt es kritisch? Oder geht es endlich? Es bleibt kritisch, Leute. Es bleibt kritisch. Ich krieg's wahrscheinlich auch nicht mehr hoch, dadurch, dass hier so viele tot sind. Ich krieg's nicht mehr hoch. Das klingt so falsch. Ja. Wahrscheinlich bekommen wir die Bezirke auch nicht mehr höher, als sie jetzt sind. Das sind ja alle Leute gesund. Aber wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Das freut mich sehr. Nur der Escalon Club wird wahrscheinlich nicht so begeistert sein davon. So, wohin gehen wir denn jetzt? Zu Doris Fletchers Theater, genau. Wie gehen wir da am besten? Am besten hier lang und dann da über den Fluss. Die Brücke. Es ist verdammt warm heute draußen. Deswegen werde ich heute nicht so lange machen. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 13.27 Uhr. Vielleicht so zwei Stündchen. Ist halb vier oder so. Dann werde ich mich rausbegeben. Ach, ich wollte mal einen drüber ziehen. Aussaugen. Heute ist es richtig warm, Jungs, ey. Hey. Schön saugen. Wir brauchen wieder Blut. Mit seinem Scheiß. Mit seiner scheiß Leuchtkerze da, mit seinem scheiß Leuchtkreuz. Hau ab! Ich will den nochmal eigentlich gerne aussaugen, aber da komme ich nicht mehr zu. Schau mich halt dich aus. Aua. Die Gegner sind eigentlich wieder ein bisschen stärker geworden vielleicht zum letzten Mal. Eine Nacht später und schon kommen hier die harten Geschütze. So, schon holt die Wache von Priven ihre Elite-Leute, die etwas mehr Schläge einstecken. Da wurden sie wochenlang einen geheimen Fight Club oder sowas vorbereitet darauf. Aber wir werden es nie erfahren, weil man nicht über den Fight Club spricht. Oh. Lord Sheffield, habe ich den nicht schon beseitigt? Sheffield, du hast keine Chance gegen mich. Was willst du eigentlich von mir, hm? Dein scheiß Schatten da. Können wir gar nichts. Ich habe ihn. Ja, sehr schön. Die Leute vom Escalon Club, die denken, sie könnten irgendwas gegen mich ausrichten. Ich gegen mich. Der Obervampir, der scheinbar von einem Urvampir gebissen wurde. Komplett reines Blut hat. Der Vampir der Vampire.
Oh Gott, nein, nicht du. Du sagst mir mein Blut aus, wie auch immer das gehen kann. Muss ich tatsächlich sagen, nerven ein bisschen. Habe ich keine Ausdauer mehr. Das ist immer der Nachteil am Schlafen. Die ganzen Straßen sind wieder gefüllt mit diesen Spacken, die sich gerne verkloppen lassen. Es zieht inzwischen schon einiges ab. Wir wünschen, dass es noch ein bisschen mehr wäre. Jetzt ungefähr einen Schlag, der es abzieht. Vielleicht noch ein bisschen mehr sein. Da sind wir. Ja, die Wache von Priven hat ja das Ganze hier eingenommen. Das Theater. Mal gespannt, wie es jetzt darin aussieht. Und dann werde ich auch mal diese eine Nebenmission aktivieren. Ach, habe ich sogar schon. Finde heraus, wo Asha Tautris Notizbuch ist, was die Wache von Priven gestohlen hat. Und ich darf den Vordereingang benutzen, sogar diesmal. Wow. Dann wimmelt es bestimmt von denen. Wie gesagt, ich frage mich echt, wo dieses Nest ist von der Wache von Priven. Wie die es schaffen, jede Nacht wieder Dutzende von Leuten. So Priven never left Doris's theater after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Dachte ich mir schon. Oh, eine Niete habe ich einfach mal so gefunden. Kann man mal machen. Auf. Ich hab Hunger. Beziehungsweise Durst. Was hat eigentlich ein Hunger? Ein Vampir? Hunger oder Durst? Ja, eigentlich beides, ne? Wir müssen ja nichts essen, sondern nur trinken, so gesehen. Wem sagen sie immer, ich hab Durst? Aber wäre nicht eigentlich viel passender, ich hab Hunger? Over there! There's one of them vermin! Was ist eigentlich mit Kindervampiren? Brauchen Kindervampire weniger Blut als erwachsene Vampire? Ich habe früher mal so ein Buch gehabt als Kind. Der kleine Vampir hieß das, glaube ich. Und da gab es auch mal einen Film zu. Ich fand das mega cool. Da habe ich immer gehofft, dass ich auch mal irgendwie ein Vampir werde oder sowas. Ich fand das voll cool. Da gab es ja so einen Jungen, der befreundet war mit diesem kleinen Vampir. Und der hat den halt immer nachts besucht. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine, er hat ihn dann immer mitgenommen auf seine Vampirabenteuer. Ich fand das immer so, als Kind hat man ja dann immer direkt so voll die Fantasie und ich war dann wie mit drin. Obwohl das ein Buch war, kam mir das vor wie ein Film. Also ich hatte richtige Bilder im Kopf, richtige Bilder vor Augen im Prinzip. Ein Schilling hast du dabei. Wow, du bist ja ein richtig reicher Typ. Ja. Der Lohn scheint nicht so gut zu sein hier bei der Wache von Priven. Wenn die hier alle mit einem Schilling rumlaufen in der Tasche. Raus. Da geht's gar nicht weiter. Okay. Dann muss ich da runter. Ach ja, hier geht's wieder auf die Bühne. Stimmt ja. So, und heute erwartet mich hier keine Doris Fletcher. Verrückten Wachen. Oh Gott. Die haben ein Kreuzkerl dabei.
Muss ich gerade als erstes ausschalten hier, bevor der mich... Die Nerven nämlich extrem. Werde ich das hier halt das Blut abziehen. Und ich glaube, die Ausdauer sogar auch. Die Vampir-Skills sind irgendwie so harmlos. Ich bin halt ein Nahkämpfer, ein Nahkampf-Vampir. Eigentlich schade, dass ich so viel Blut brauche. Oder ich hätte das ganze Blut sparen müssen. Und hätte den Biss und so nicht skillen können. Aber den Biss, der ist eigentlich schon geil, weil der füllt halt alles auf, was man braucht. Deswegen, ich bin mit meiner Skillung so eigentlich zufrieden. Wahrscheinlich kann man diese Vampir-Skills wirklich nur so hochleveln, wenn man wirklich böse spielt. Ich finde, das macht nämlich so eigentlich keinen Sinn, die so extrem hoch zu pushen als erstes. Jetzt doch in den Raum da hinten? Den hier vielleicht. Nee, da bin ich ja hergekommen. It's locked, all right. Wo muss ich denn hin? Deutschland hat richtig abgelost. Ja, hast du wohl recht. Ich habe das Spiel gesehen, leider. Ich bin ja mega der Fußballfan. Echt traurig, ey. Das war eine richtige Arbeitsverweigerung. Ich habe es direkt im ersten Spiel gesagt. Ich habe es vor dem ersten Spiel schon gesagt, dass wir dieses Jahr richtig scheiße sind. Und das wollte irgendwie keiner hören. Das wollte keiner glauben. Alle haben gesagt, boah, die Qualifikation war doch so gut. Oder ist doch so gut gewesen. Nein, wir sind voll gut drauf. Und ich dachte mir so, nee, Leute. Passt mal auf, was ich sage. Vorrunden aus hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, aber... Ich habe so auf Viertelfinale getippt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir diesmal ins Halbfinale kommen. It's locked. Wer jetzt in der Vorrunde ausscheiden, ist natürlich echt richtig bitter. Naja, liebe Leute auf YouTube, falls ihr euch wundert, warum es jetzt gerade um die Fußball-WM geht, das Let's Play ist halt schon vor einer Weile gelaufen. Schaltet mal lieber auf Twitch ein, Leute. Denn hier könnt ihr den ganzen Shit immer direkt live sehen und dann mit mir sprechen. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, YouTube ist scheiße, aber... Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn mehr von euch auch live einschalten würden. Also, lasst euch das nicht entgehen. Mal, bin ich denn dumm? Der Questmarker zeigt mir was an, dass ich, wo ich gar nicht hin kann. Beziehungsweise, I cannot enter. Wo nichts ist. Ich höre aber jemanden reden. Ist hier noch ein Keller vielleicht? Die Streams sind cooler. Ich freue mich schon voll auf Fallout dann im Livestream. Euch gemeinsam dann da die Welt zu erkunden. Und spielt es nochmal North? Ne, West Virginia ist es, genau. Und das dauert noch ein Weilchen. Vorher wird es noch ein paar andere Sachen auf meinem Kanal geben, natürlich. Hier sind auch noch Türen. Kann ich aber auch nicht. Hä? Sag mal, so schwer ist es doch nicht, hier den Weg zu finden. Eigentlich. Hier schon gewesen? Bin ich auch schon gewesen. Hier geht's nicht weiter. Also rumschreien tun sie hier irgendwo. Hier geht's wieder zurück ins Foyer. Bin ich denn blöd? Mal die Vampirsicht benutzen. Also die Stimmen kommen irgendwo von hier. Vielleicht kommen die Stimmen aber auch von draußen. Shot.